So, hallo an alle zur im gleichen Anschluss aufgenommenen nächsten Folge Schein. Da wir gerade in diesem interessanten Dungeon drin waren, hier kann man übelst geil Hardkanister und so Zeug sammeln. Und das mache ich hier auch gerade mal. Boah. Ekligen Viecher hier. So, dann kommt mal um die Ecke. Alter, kann der durch? Der schießt alles gerade durch die Wände. Hier hinten ist dieser Butcher, aber warum war auf der anderen Seite der Boss nicht? Keine Ahnung. Da hinten hätte auch noch so ein Boss sein müssen. Hier gibt's nichts. Oh, da hängt ein Villager drin fest. Ist ja grausam. Hey, Karte von Ars Magica 2. Ne, tausch nichts Sinnvolles. Ich wollte mich mal ein kleines bisschen umgucken. Achso, da oben kann ich wieder zurück. Hier ist halt noch eine Lead drin. Warum haben wir eine Lead? Achso, ja, weil es ein Folterkammer ist. Mit Peitschen und jemandem, was weiß ich nicht alles. Hier ist dieser Butcher. Müsste eigentlich auch Gritz landen, wenn ich hochspringe jedes Mal. So, und der hat. Ja, jetzt weniger gutes Zeug gedroppt. Oh, hier ist kein allzu gutes Zeug drin. Also, in einer Kiste waren Hardkanister, meine Fresse. Jedenfalls, die Dungeons sind extrem interessant. Smite. Projection, Projection, Smite. Chain. Diamantschwert kann man mitnehmen. Fire Protection. Echt ein absurder Wahnsinn. Kohle nehme ich mit, Flint nehme ich mit, das nehme ich mit, Gold nehme ich mit. Shards, Emeralds und so Zeug. Ja, ist nicht verkehrt. Das kann raus, das kann auch raus. 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 Ja, und den Rest nehmen wir mit. Richtig cooles Zeug. Also die Dungeon lohnt sich auf jeden Fall, die sind nicht so schwer. Du gehst einfach durch und sackst einfach ohne Ende ein. Und dann geht's wieder raus, und zwar indem wir hier hochgehen, ganz da oben, ups, ganz da oben, und uns dann hier rausbuddeln. Kommst nicht hier raus, und bist gleich schon wieder oben. Boah, übelst praktisch. Also, wie gesagt, ich habe es ja schon angekündigt, das stimmt ja mal allerdings, in der letzten Folge. Ich habe keine Ahnung, wie es im Schein aussieht, wo es hingehen wird und so weiter und so fort. Man nimmt wieder viel zu viel alleine auf und am Wochenende startet ein neues Projekt. Wenn ich es richtig so im Kopf drin habe, ich weiß es nicht auswendig. Und ich sollte mal am Besen nach oben fliegen, weil da oben war meistens auch nochmal Zeug drin. Moment. Nach oben. Komm schon, flieg, Besen, flieg, flieg, flieg. Und ja. Vielleicht kann man ab und zu noch mal ein bisschen was streamen, wenn ich Ideen dazu habe, was man machen könnte. Man muss dann das Modpack halt jetzt wieder einen Tacken unabhängig sehen, weil es einfach schon vorbei ist. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Mods, die man jetzt playen kann oder Zeug, ich weiß es nicht. Wenn was kommt, dann kommt's. Wenn nicht, dann nicht. So, dann da raus. Fliegen wir vielleicht nochmal einen kleinen Tacken weiter. Ja, es gibt eine riesen Pyramide, aber ich habe es allein schon mal angeguckt, da gibt es irgendwie nichts Spannendes drin. So ein bisschen weniger wertvolles Zeug, weil einfach viele verschiedene Mods hier wieder drin sind, auch Dungeon-Arten drin sind. Und in dem Dungeon ist echt zu prall, aber in so einem Tempel, da könnte gutes Zeug drin sein. Weil das ist wieder eine Vanilla-Struktur und da können auch so Orbs unter anderem drin sein. Auch eine Dryad ist auch hier. Der Nature Guardian oder so. Nee, kommt nicht. Also sonst wird da irgendwas hier drin gespawnt. Oh Gott, was ist das? Ich häng fest. Alter, mich das erschreckt. Aber ich kann echt gutes Zeug drin sein. Wir wurden uns mal runter.
Und sehen zu, dass das Ding hier nicht explodiert. So. Und ja, das ist nicht schlecht, das Magical Chalk. Okay. Doch, hier gibt's, das sind gute Kisten. Ja, gute Kisten. Na. Okay, es deckt sich schon mal nicht. Das kommt raus und... ja, damit stecken wir uns wieder hoch oder so. Also solche Dungeons hier in der Wüste sind immer gut. Also da können Soul Orbs drin sein, alles mögliche. Soul Orbs, ja, was Soul Orbs. Einfach Infinity Orbs, wie heißt von Ars Magica. Von daher wäre es echt praktisch. Ich bin einfach noch so ein kleines bisschen auf Erkundungstour. Lass nochmal so das Modpack so ein bisschen an mir vorbeiziehen. Ich weiß nicht so genau, wie ich es wenden soll. Also scheint an sich hier kein Plan. I don't know. Please tell me, guys. Hat jemand eine Idee vielleicht, wie man es irgendwie machen könnte? Oder ich kann vielleicht so sagen, vielleicht können wir es noch so etwas unregelmäßig fortführen, bis halt wirklich ein neues Projekt kommt, also Legend oder ähnliches. Doch, machen wir es einfach so. Machen wir ganz einfach so. Wie schon gesagt, in der letzten Folge haben wir es ja gesehen, immer mehr und mehr Leute hören halt auf. Und scheinbar auch irgendwie nicht so, wie es, glaube ich, geplant war. Ne? Ist vieles fehlgeschlagen und so weiter und so fort. Sollte man dahin fliegen. Und ja, ich weiß nicht, ob es da noch allzu viel mehr dazu zu sagen gibt. War jetzt halt so. Da ist schon wieder eine Dryad. Komm schon. Jetzt auf einmal finde ich die Dryad, aber will ich gar keine Dryads finden. Ist noch eine Dryad. Ich hoffe, mir spawnt auf Dauer echt so ein... Oh, noch eine Dryad. Komm schon. Nature Guardian, please. Noch nicht. Wenn ich zwei, drei weitere noch kill oder so, dann müsste schon der Nature Guardian spawnen. Das hier ist sehr skurril. Ich steig mal ganz kurz hier ab. Sehr skurril. Mal eben bin ich hier gelandet. Das ist eine gute Frage. Das ist einfach nur Deko. Einfach nur Zahnräder, irgendwas, wie hier drin hängen. Das ist, glaube ich, so ein Schaf. So ein Bergschaf. Das soll ein Bergschaf sein. Ich mag diese Lycanite Mobs irgendwie. Die sehen so boah, aus. Das ist ein Schaf. Bäh. Das sieht aus wie ein alter, ekliges. Bäh. So Viecher möchte ich am liebsten gar nicht in die Nähe kommen. Okay, ein kleines Hütchen. Ich fliege mal ein bisschen weiter. War doch nicht das, was ich gedacht habe. Hier gibt es ein paar Dryads. Hier wäre cool, da hinten ist eine. Ich hoffe halt mal... Nein, Besen. Ich hasse deine Steuerung. Und zwar zwei sogar noch. Hier ist Zeug rausgeploppt. Nein, noch kein zorniger Waldboss erschienen. Aber zumindest stehen hier welche rum. Oh yeah. Wäh. Ich glaube, das ist nicht kurz nacheinander getötet. Jedenfalls habe ich hier von denen sonst bekommen. Life Essence. Ja, ihr komischen Alpaka-Schafe, ihr grast hier einfach mal ein bisschen weiter rum. Und ich fliege hier einfach mal ein bisschen weiter rum. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Schon wieder eine Pyramide. Das ist aber diesmal eine andere, ne? Ja, das ist eine andere.
Vielleicht gibt es hier noch was Interessantes wieder in Dungeon. Die sind immer extremst praktisch. Nein, anscheinend nicht. Also ein normales Wendel-Dungeon. Gibt es die besten Kisten. Ja gut, und hier ist wieder das... Ja. Ich glaube, ich bin einmal komplett außenrum geflogen. Ja. Hinten gibt's. Oh, jetzt wird hier Staub gesaugt. Ernsthaft? Ich mache einen kleinen... Ich beende die Folge hier. Nee, ich muss jetzt gleich. Ich beende die Folge hier. In diesem Sinne, das Krachen. Wir sehen uns demnächst. Und ich mache die erste Folge fertig und lade die hoch von Schein. Also die gestern kam, ist die erste Folge, die ich eben aufgenommen habe. Jetzt kommt. Ba, ba. Ja, professionell wie immer. Bis dahin, lasst krachen und tschüss. Ah!